Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bessere Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen Brot herstellen, besser gesagt Brot vermehren. Und zwar möchte ich da noch ein paar Sachen zu erzählen. Wie in dem letzten Video, wie ist die Lage, meine ich, war das? Genau, hatte ich ja über diesen Kalk gesprochen. Naturkalk ist das eigentlich gedacht für den Garten. Ich dachte mir, warum soll das nicht für Pilze auch gehen? Also zumindest für meine Brut. Und ja, ich habe das jetzt einmal probiert und ich bin nicht damit zufrieden, weil in dem Kalk hier, da ist auch Sand mit drin. Das ist übrigens der Kalk, den hatte ich in so einem Beutel abgefüllt. Und ja, viel Sandanteil, also das merkt man auch richtig beim Kochen dann. Und ja, und es legt sich auch nicht wirklich eine Schicht über meine Brutkörner, so dass das Ganze vor Feuchtigkeit und so weiter geschützt ist. Also der ist dafür auf jeden Fall nicht geeignet, obwohl ein Kalkanteil, ich meine von 70%, genau 70% drin ist, trotzdem reicht das wohl nicht aus. Den hake ich ab, der taugt nichts. Zumindest nicht für die Pilzzucht. Ja, und mit diesem Kalk hat es eigentlich wunderbar geklappt. Beste Ergebnisse damit erzielt. Ganz kleiner Haken. Das Zeug ist viel zu teuer. Das aus der Apotheke, das sind 250 Gramm und ich meine, ich habe dafür 6-7 Euro bezahlt. Also auf Dauer wird das ganz schön teuer damit und deswegen habe ich halt nach Alternativen geguckt. Wäre schön gewesen, wenn das mit dem Naturkalk geklappt hätte, denn da kostet der 20 Kilo Beutel um die 5 Euro. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt und ja, dann habe ich mich ein bisschen durchgelesen durch die ganzen Foren und so weiter in den Gruppen und viele haben gesagt, es eignet sich auch wunderbar Gips. Und zwar habe ich mir jetzt hier Gips besorgt. Das ist der hier von Knauf, das ist ganz einfacher Bau- und Elektriker-Gips. Der ist auch wunderschön weiß und ja, nicht so sandig wie der Naturkalk für den Rasen. Ich bin gespannt, ob es damit klappt. Da kostet der Beutel auch, ich glaube, 6 Euro. Das ist ein 5-Kilo-Beutel. Das gibt es auf jeden Fall auch günstiger. Desto höhere Mengen man kauft, zum Beispiel ein 25-Kilo-Beutel, kostet um die 10 Euro oder so. Aber ich habe jetzt probeweise jetzt mal einen 5-Kilo-Beutel mitgenommen. Ja, und das möchte ich heute probieren. Noch ein paar andere Sachen zur Brutherstellung oder Brutvermehrung. Ich hatte bis jetzt nur einmal eine Conti, obwohl ich das eigentlich jedes Mal unsteril mache. Ich habe es einmal steril gemacht, das hat auch wunderbar geklappt. Wie ihr wisst, mit dem Schnellkochtopf, mein Versuch in den 3 Olivengläsern, alles gut, super. Nur ist mir das ein bisschen sehr aufwendig und ja, natürlich minimiert man das Risiko auf ein ganz geringes, wenn man das so steril macht, mit Sterilisieren im Schnellkochtopf und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin auch mit den Ergebnissen unsteril zufrieden. Ich zeige euch heute mal, wie ich das mache. Ich zeige euch meine Methode. Wie ihr wisst, ich versuche es immer ganz einfach zu halten. Und ich habe da ja einen Weg gefunden, auf jeden Fall auch, wo man die Kontaminationsrate sehr gering hält und alles kostengünstig bleibt. Und los geht's! Ja, und als erstes fülle ich jetzt genau 1 Kilo von meinem Weizen ab. Jetzt braucht ihr einen ganz großen Topf am besten und da fülle ich jetzt genau 1 Liter Wasser rein. Zu guter Letzt fülle ich jetzt nochmal 50 Gramm von meinem Gips ab. Entschuldigt bitte, meine Waage hat einen abbekommen. Ich weiß nicht, ob da Wasser oder so reingekommen ist. Ich muss mir da auf jeden Fall eine neue besorgen, aber ich erkenne das schon irgendwie noch. Als nächstes stellen wir unseren Herd oder unsere Kochplatte, wie auch immer, auf höchste Stufe und lassen das Wasser kochen. So, und sobald jetzt unser Wasser anfängt zu kochen, geben wir unser Gips hinzu. Wir brauchen keinen Deckel drauf zu machen. Wichtig ist, nachdem wir den Gips hinzugegeben haben, geben wir auch unser Weizen hinzu. Und wichtig ist auch, dass wir dann ständig immer wieder mal umdrehen, damit das nicht antrocknet. Ja, kleinen Augenblick noch und dann fängt das Wasser an zu kochen. Ja, mit dieser Methode habe ich das Wasser auf die Minimumgrenze gesetzt, sage ich mal, damit dann später keine überflüssige Feuchtigkeit vorhanden ist. Jetzt fängt mein Wasser an zu kochen. Ich gebe jetzt meinen Gips hinzu und rühre gleichzeitig durch. So, wunderbar. Und so löse ich das dann am besten im Wasser auf und kann vom Weizen dann aufgenommen werden.
So, als nächstes gebe ich meinen Weizen hinzu. Und es ist wichtig, sobald der Weizen drin ist, ihr die Zeit stoppt irgendwie mit einer Eieruhr oder so, entschuldigt, es ist gerade alles beschlagen. So, sorry nochmal, jetzt sind die Sichtverhältnisse wieder besser. Die Kamera ist genau über dem Topf und deswegen vernebelt alles. Ja, auf jeden Fall habe ich nichts weiter gemacht als meinen Gips hinzugegeben, nachdem das Wasser angefangen hat zu kochen. Dann habe ich meinen Weizen hinzugegeben und jetzt mache ich eigentlich nur noch Folgendes. Ich rühre alles schön durch, damit sich Gips und meine Weizenkörner schön miteinander vermischen können und unten nichts anbrennt. Wir machen jetzt Folgendes. Wie gesagt, genau 15 Minuten köchelt das jetzt auf höchster Stufe durch und in den 15 Minuten verdunstet das überflüssige Wasser und dass wir so am Ende nur noch unsere trockene Brut mit überzogenem Gips haben. Und das habe ich schon oft so gemacht und ich hatte wie gesagt bisher nur einmal eine Kontamination mit dieser Methode und das war auch, glaube ich, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keinen Gips benutzt hatte, so dass die Körner zu feucht waren. Ja, und wie gesagt, so mache ich das jetzt immer. Wir sehen uns in, ja, 10 Minuten wieder. Okay, nachdem jetzt genau 15 Minuten vergangen sind, ist das komplette Wasser raus, also verdunstet, von dem Weizen aufgesogen. Und schaut mal, es sieht schon mal sehr gut aus, also auch ähnlich wie beim Kalk. Es ist eine richtig schöne weiße Schicht auf den Weizenkörnern drauf. Und das kommt auch nochmal später nochmal besser zur Geltung, nachdem das Ganze abgekühlt ist. Und das wollen wir haben. So, dass unsere Brut halt vor Feuchtigkeit geschützt ist. Gleichzeitig habe ich mit dieser Methode mein komplettes Wasser raus. Braucht mir keine Sorgen mehr machen, dass Restfeuchtigkeit vorhanden ist. Und jetzt fackel ich gar nicht großartig rum. Jetzt fülle ich das Ganze so, wie es ist, heiß in meine Beutel. Das sind die hier. Wie ihr wisst, meine üblichen PP-Beutel. 15 x 20 cm. Und da fülle ich jetzt genau 450 Gramm von meinen durchgekochten Weizenkörnern ab. Und dann mache ich das Ganze zu und lasse es abkühlen. Nachdem das Ganze abgekühlt ist, beimpfe ich das Ganze nochmal mit 400 Gramm. Genau, 400 Gramm kommen rein und 100 Gramm durchwachsene Brut dann später, wenn es abgekühlt ist, zum Beimpfen. So, dann schalte ich die Waage ein. Und jetzt fülle ich hier einfach 400 Gramm von meiner Brut rein. So, alle Beutel abgefüllt, sieht das dann so aus. Nach dem Kochen von 1 Kilo Weizen kommt so ziemlich genau 1,5 Kilo am Ende bei raus. Das sind jetzt 3x 400 Gramm Beutel und das sind circa dann 300 Gramm. Es ist immer ein Rest, der bleibt und das notiere ich dann später mit einem X nach dem Beimpfen und nutze diesen Beutel dann wieder, um neue Beutel zu beimpfen beim nächsten Mal. So, und jetzt lassen wir das Ganze schön runterkühlen, aber ich sehe jetzt schon, da bildet sich richtig schöne weiße Schicht drauf. Ich denke mal, Experiment Gips klappt auf jeden Fall. Okay, nach circa 2 Stunden ist das komplett jetzt runtergekühlt und mir bleibt jetzt nur noch eins über. Ich werde das Ganze jetzt beimpfen und zwar habe ich hier einen Beutel durchwachsene Brut vom 24.05. Die ist noch nicht komplett durchwachsen, aber das geht auch so schon. Dauert ein bisschen länger, ansonsten macht es aber keinen großen Unterschied. Ja, ich werde das Ganze jetzt nach Augenmaß machen. Meine Waage hat komplett den Geist aufgegeben. Und schaut euch nochmal die Brut an, bitte. Seht ihr diese weiße, überzogene Schicht? Genau so wollen wir es haben. Da drin ist kein Tropfen Feuchtigkeit zu viel. Alles ist schön in die Körner eingezogen. Und perfekte Bedingungen, damit unser Myzel sich gesund ausbreiten kann. Und jetzt beimpfe ich das Ganze nur noch. Dazu mache ich einfach mal jetzt einen Beutel auf. Normalerweise würde ich das jetzt, wie gesagt, auf der Waage machen. 100 Gramm von meiner durchwachsenen Brut auf die 400 ergibt genau 500 Gramm Beutel. Und das ist so ein 500 Gramm Beutel. Und eines der großen Vorteile, die diese Druckverschlusstüten haben, ist folgender. Man braucht sich nicht kaputt schütteln mit dem Glas oder anderen Behältern, wo das dann einfach festbappt. Und hier kann man einfach jetzt rumdrücken. Und das Ganze ist dann schon lose.
wie gesagt, ich mache das jetzt nach Augenmaß. Ich fasse auch nichts weiter an. Ich halte das einfach so ein bisschen schräg und dann gebe ich was hinzu. Mach diesen zu. So, und jetzt schüttle ich das Ganze einfach komplett durch. Zack, fertig. Und dann habe ich nochmal ein Datum draufgeschrieben, damit ich weiß, wie lange das Ganze schon heranwächst. Ja, so 2 Wochen wäre optimal, dann ist es meistens schon komplett durchgezogen. Je nach Temperatur geht es langsamer oder schneller. Und so mache ich im Moment meine Brut. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, würde ich mich darüber freuen. Was habt ihr für Erfahrungen mit Gips oder Kalt? Oder macht ihr es ohne, mit? Schreibt mir alles, was ihr dazu wisst, einfach in die Kommentare. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, eure bessere Welt. Ciao.